Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt's mal wieder ein kleines Spezialvideo und zwar gehen wir gleich, wer sind wir? Und zwar Montes Solution und natürlich hier noch der Boss. Auf jeden Fall gehen wir gleich in die Stadt, ein bisschen shoppen und so weiter und abends geht's dann glaube ich noch ins YouTuber-Haus eventuell. Nee, wir wollten eigentlich Bowl mit Revi, aber der Limmel meldet sich schon wieder nicht, macht wahrscheinlich gerade sein. Mal gucken. Also auf jeden Fall erstmal shoppen, Leute. Und wir haben auch gerade ein Taxi gerufen. Wir warten jetzt auf das und dann gehen wir auch gleich schon raus. Und wir sehen uns dann gleich im Taxi wieder. In einer Frühschicht. Psst. Was geht ab? Was geht? Also Leute, wir sind gerade hier im Taxi. FC20 zu Ende. Monte, was machst du? Ich guck gerade Instagram und denke mir, was das hier für ein hässlicher Homo ist. Der rechte, ne? Der rechte. Guck dir mal diese Pinocchio-Nase an. Der sieht fresh aus, der sieht wie ein Opfer aus. Ich finde den rechten eher ziemlich. Hat irgendjemand die Toilettenspülung benutzt oder warum lobst du da so vor dich hin? Also Leute, wir sind gerade auf dem Weg in die Kölner Innenstadt. Zum Neumarkt fahren wir. Und ja, Danny? Der harte Boy. Ja, der stellt sich so vor, wie er sich jetzt einen Burger in den Mund schlägt. Ich hab auch übelst cool. Habt ihr Hunger? Du musst eigentlich? Mal, ja, na klar, als erstes gehen wir snacken. Normal. Gut, alles klar. Wir haben übrigens, ich weiß nicht, wo haben wir? 17.43 Uhr. Wir sind alle, glaube ich, so um 16 Uhr aufgestanden. Warum wir so lange wach geblieben sind gestern Nacht, beziehungsweise bis früher morgen, werdet ihr dann bei Marcel, beziehungsweise bei Monte erfahren, was wir so gemacht haben und so weiter. Okay, Leute, also bis gleich in der Kölner City. So Leute, wir sind jetzt auch schon beim Neumarkt. Marcel geht jetzt Geld abheben. Abgehoben. Abgehoben. Wie viel willst du abheben? Ja, ich habe jetzt gedacht, heute wollte ich mir diese 10.000 Euro abholen, weil ich wollte halt mal richtig schön shoppen gehen. Armbanduhr von Bulgari. Ja klar, hab ich aber schon. Hast du schon? Ja, steht aber nicht drauf, weil es falsch geschrieben ist. Falsch geschrieben? Ja. War ein Produktionsfehler. Ja. Okay, gut. Film schon welche Leben möchte, Digga? Film noch kurz ein Pin. Sein Pin, Phil. Warte einen Moment. So, Leute. Marcel, sein Pin. Ein kleiner Spaß. Barca. Barca? Nein, da steht irgendwas ähnliches, was ähnlich aussieht. Ah, also Barca. Kriegt ihr noch Optik oder was? Digga, was ist los? Okay, Leute. Wisst ihr schon, welche Läden ihr möchtet? Ich gehe mit euch mit, Alter. Als erstes gehen wir was snacken. Was und dann, snacken? Und dann Kicks, Snipes. Kicks, Snipes, so die typischen Hip-Hop-Läden halt, ja, ne? Ja, oh, okay, Standard, genau. Alles klar. Ich denke, dann werden wir noch zu Pik und Kloppenburg gehen, damit ihr so einigermaßen wisst, welche Läden so uns am meisten interessieren. Leute, wir sind jetzt auch schon in Nordsee. Erstmal etwas snacken. Was hast du? Fischbaguette. Backfischbrötchen. Oh yeah. Mit Krabbenbrötchen. Monte, glaube ich, Monte sag ich schon, was eine Kartoffelbox. Wir haben jetzt auch schon fertig gesnackt bei Nordsee und jetzt geht's dann los mit dem Shoppen. Yeah. So Leute, wir haben uns auch schon ein paar Sachen eingekauft. Ich habe bei Zara, das zeige ich euch dann später, zwei Jacken bzw. zwei Pullover gekauft. Monte auch ein Oberteil bei Snipes. Oh, traurig, Monte. Nur ein Shirt, Digga. Nur ein Shirt. Ja, wir haben nicht so viel gefunden, Leute. Aber wir zeigen es euch trotzdem nur später. Also hier seht ihr nochmal schön die Optik. Auf jeden Fall. Optik. Großer Tag, großes Heimweh. Auf jeden Fall richtig nice. So, Danny, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, Leute. Seine Cap, die er sich gekauft hat. Oh, YouTube Money. Make I train. Danny, dreh ich mal um. Make I train. Make I train. Make I train. Make it rain. Auf jeden Fall. Marcel hat sich, glaube ich, noch hier so Lederhandschuhe gekauft. Richtig geil dort. Marcel, was mit denen? Da werden die Deutschen weggebombt. Oha. Krasser Typ. Gar nichts, Digga. Du hast gesagt, du wärst die Deutschen bombt. Scheiße, ich hab gefällt, Digga. Ich wär auch was aufs Maul geflogen. Okay, Leute, also wir suchen jetzt noch was Vernünftiges zu snacken. Abonnieren, favorieren, kommentieren, Digga. Digga, du hast Pille dabei, ne? Ja. Immer die mit ihren scheiß Todesserien, ne? Unglaublich. Das war letztes Mal der Traum, wo wir drin waren im Ding, ne? Wir haben so viele Sachen gekauft. Planet? Digga. Machen die schon zu jetzt oder was? Ey, Digga, YouTuber-Bonus. Die müssen eigentlich noch. Jungs, wir haben jetzt, glaube ich, schon 10 nach 8 und in allerletzter Sekunde konnten wir doch noch Monte befriedigen, sozusagen.
Es hat auch Trinkgeld gegeben von 8 Euro für die Kaffeekasse, weil die uns Geduld haben, eine Viertelstunde länger. Aber was hast du jetzt noch gegönnt? Zeigen wir aber später. Dann zeigen wir später. 3-4 Shirts, eine Cap, Digga. Oh Mann, auf jeden Fall noch ein bisschen Lack gehabt. Also, Jungs, Afaro ist übrigens auch dazu gekommen. Was gehört? Afaro ist auch dazu gekommen und Fischer. Wir gehen jetzt, wie gesagt, etwas Pizza hat, genau. Kurz, wer von uns beiden ist breiter? Wer von euch beiden ist breiter? Schon ich, oder? Siehst du, schon mal ziemlich schmal. Der ist schmal, ja. Okay, Leute, wir sind jetzt auch schon wieder zu Hause. Wir warten jetzt noch auf Marcel, Faro und Fischer. Die trödeln schon wieder so lange rum. Wir sind natürlich mit einem Taxi heimgefahren. So, mal gucken, was Monty hier gerade macht. Wahrscheinlich bannt er wieder ein paar Leute. Ich suche Leute, die ich bannen kann, ja. Digga, die Linux-Geschäfte. Digga, der wird sofort gebannt, ja. Digga. Okay, gut. Also Leute, ich sag euch jetzt noch ganz kurz, was wir so eingekauft haben. Wir haben uns jetzt nicht so viele Sachen gekauft, aber reicht auf jeden Fall aus. So, Monte, möchtest du deine Oberteile selber zeigen? Oder soll ich aber? Ja, können wir machen, weil ich okay, muss Digga. Kurz beantworten. Mal. Ich habe mir den hier gegönnt. Jetzt nicht, dass ich jetzt amerikanischer Verbündeter bin, aber ich fand den Pulli einfach geil. Sieht immer stylisch aus, ne? Der sieht geil aus, genau. Und deswegen habe ich ihn mir gegönnt. Der sieht auf jeden Fall ganz fresh aus, einfach von der Optik. Der mein Style, seit einer Schluss sein. Das haben wir noch gegönnt. Noch eine Cap. Mr. Muerte. Mr. Muerte. Ey, Digga, das Muster ist nice. Mhm. Ja, oh, hast du gar nicht gesehen. Da, dazu passt das macht die Cap of Sport besonders. Dazu passend habe ich mir das T-Shirt hier geholt, Digga. Guck mal. Oh. Das ist so eine ganz. Auch reduziert, 29 Euro. Das ist ganz, ganz ja, das geht ja eigentlich. Guck mal, ist doch eine gute Kombi mit dem Muster. Digga, das sieht fresh aus auf jeden Fall, ne? Ne, das finde ich auch genau. Von Black Harvey muss ich mir eigentlich mal mehr von denen holen. Das ist echt eine gute Marke, Digga. Mhm. Leute, das ist übrigens keine Schleichwerbung. Nein. Da habe ich mir noch den Pulli hier genannt. Classic Shit. Oh, der war, oh ja, oh, der war. Wie man sehen kann, mit Jogginghose, ihr kennt ja ein bisschen mein Outfit. Ich bin einfach ein Klassiker. Ja. Ich scheiße auf den New Hipster Scheiß. Also jedem das seine. Aber ich noch mit Jogginghose. Wenn ich gleich meine Sachen zeige. Ja. Hier Zara, der typisch Zara. Dann habe ich mir noch. Ja. Davon habe ich schon zwei Pullover. Einmal mit schwarzen Panther. Wie schön. Schön King Kong Pullover geholt. Ey, Digga, der sieht aber auch nice aus. Oh. Ja, davon habe ich einen, wie gesagt, mit einem schwarzen Panther und mit einem Löwen drauf. Den habe ich letztes Mal auch da geholt. Ja. Danny hat sich die Cap geholt, die habe ich ja schon vorhin gezeigt. Yeah. Mit dem Muster sieht auf jeden Fall nice aus. So. Und noch ein Geschenk für deine Mom, ne? Ja, Armani, gut, meine Mama. Er hat es verpackt. Hat sich gewünscht. Ja, und sonst hat er mir jetzt geholt. Genau, ganz kurz, ich will jetzt nicht stören, aber nochmal zum Thema Kommentare und so. Mhm. Wisst ihr, ich lese wirklich bei meinem Video, Bas auch bei seinem oder prinzipiell, man liest überall die Kommentare auch bei Instagram. Und ich will einfach korrekte Kommentare lesen, das ist nicht abgehoben gemeint, ne? Ja. Schreib einen korrekten Kommentar und nicht immer diese Eigenwerbung oder so eine Scheiße. Ey, wir wollen ja auch etwas zum Video lesen, Leute. Wir und machen der ja nicht Kanal ist sowieso, Digga, wenn du unter ein Video... Ja, es bringt einfach nichts, Jungs. Du wirst gehatet, deswegen. Ja, okay, gut. Aber ich denke, viele sind auch wahrscheinlich darauf aus, ne? So, okay. Keine Ahnung, Mann. So, halt mich kurz, Danny. Also ich habe mir, Leute, hier so zwei, ja, Pullover, Jacken sind es jetzt nicht wirklich. Eigentlich ganz nice hier, so Jeans-Muster und hier Stoff. Sieht eigentlich ganz fresh aus. Zara kann man sich immer gut gönnen, ist auch nie teuer. Also geht auf jeden Fall klar. Und dann auch hier so mäßig ein Jackett. Sein Leben im Prinzip von der Stilrichtung genau das Gegenteil von Monte. Gefragt jemand in den Kommentaren, warum du in Zürich warst. Warum ich in Zürich war? Mhm, haben mehrere gefragt. Ich war bei einer Freundin, Leute. Ich habe da auch ein Video gepostet bei Instagram. Digga, das ist ohne Scheiß das Allerbeste, wenn man im Flieger sitzt. Ne? Das war richtig Dreckswetter, als wir abgeflogen sind. Und als wir dann über den Wolken waren, war einfach das schönste Wetter, was ich jemals gesehen habe. Auf jeden Fall richtig nice. Ich kann ja mal jetzt ein Video einblenden. Oh yeah! In unserem Stammlokal sind wir mal wieder. Stückwerk. Hier, Cola haben wir jetzt schon. Monte ist immer noch über die Kommentare abgefuckt. Follow me, please. Engländer. Meine Güte. Auf jeden Fall warten wir jetzt hier auf die Western Pizza. Die zeige ich euch dann gleich, Leute. Boah, mit Mais und so weiter. Standard auf jeden Fall. Und noch Pizzabrötchen haben wir bestellt. Wir wollten eigentlich auf Marcel und so warten. Aber die dachten sich einfach, ja, ne? Die sind so abgehoben. Sind jetzt selber alleine in der Stadt essen gegangen. Obwohl wir eigentlich passiert ist, ja, obwohl wir eigentlich zusammengehen wollten. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, Leute, warten wir jetzt auf unser Essen und das seht ihr dann gleich. Die Pizzabrötchen sind auch schon da. Danny konnte natürlich nicht warten. Wir konnten einfach warten, es geht nicht. Er konnte einfach nicht auf uns warten. Aber so. Gut, na gut. Jetzt fehlt nur noch.
Schmeckt gut. Ja, normal. So. Nur die Cola. Also. Es fehlt nur noch jetzt die Pizza. Oh yeah. Monte, bitte eine Live-Geschmacksprobe, Digga. Dann gönnst du dir erstmal hier noch. Gleich, Digga, hat man Mund voll. Da ist der Monte schon gut glücklich. Mach kurz einen Cut rein, ich muss erstmal schlucken. Western-Pizza mit Barbecue-Soße. Oh, Digga, wo soll man das? Mais, Champignons, Hähnchen. Boah, Alter, hol die Digga. Digga, wo du Boah, ich muss nicht. Digga. Oh, ist die heiß, Mann. Digga, die ist überheiß, da kann ich. Digga, wie soll ich da jetzt eine Geschmacksprobe machen, Mann? Digga, die ist noch übelst heiß bestimmt. Komm, einfach reinstopfen ins Maul. Einfach rein, Digga. Schmeckt's. Ich glaube, manche kann gar nicht mehr realisieren, wie es gerade schmeckt, weil es einfach so heiß ist. Gut, Digga, oder nicht? Schmeckt nach wieder mal. Nee. Bombe. Barbecue-Soße schmeckt sehr gut. Bisschen heiß leider. Okay. Immer am Snack. 88. Guten Appetit. Okay, Monte und ich sind schon richtig satt, Leute. Aber wir haben natürlich noch einen, der den Rest noch aufessen kann. Danny gönnt sich jetzt noch. Und ich muss ja die Pizzabrötchen auch noch. Freunde, ich muss ja auf meine Kalorien kommen. Ich muss ja auf meine Kalorien hinkommen. Dann muss ich auch den ganzen Alkohol abverdauen. Nee, Spaß, Mann. Ich hab echt Hunger, Digga. Seit 30 Stunden richtig gegessen bestimmt. Hm. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Willst du noch ein bisschen Cola annehmen? Ich hole mir gleich noch eine, ja. Okay, natürlich. Cola aus dem Glas, Freunde. Ich gönnt ihr euch. Beste. Gönnt euch. So, Leute, wir sind jetzt gerade vom Bowling nach Hause gekommen. Wir chillen jetzt hier gerade noch beim Simon. Hier seht ihr es. Der sieht einfach typisch mal wieder nach YouTuber aus. Alter, normalerweise sieht man das nie, wie es so aussieht, aber heute sieht es einfach genauso aus. War Chaos. Auf jeden Fall seht ihr jetzt noch ganz kurz eine Szene vom Bowling. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut bei allen Jungs vorbei, die sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und ja, Monte, bist ja schon richtig fertig, Digga. Ja, ich bin müde, Digga. Wir waren letzte Nacht bis 10 Uhr morgens, waren 5 Stunden gepennt. Ich freue mich auf mein Bett fahren und so. Okay, war auf jeden Fall ein richtig cooler Tag. Also haut rein. Abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Nein, disliked seine Videos. Den kennt ihr sowieso nicht, oder? Nein, klar. Okay, also haut rein. So geil. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.